Das neue Spiel von Studio Hoppe spielt in den 70er Jahren. Entsprechend sind die Panzer schneller und leistungsfähiger als in Panzer Rush, Desert Order oder Strategy Combat. Alle diese Spiele sind dafür bekannt, dass man nicht lange installieren und aufbauen muss. Es geht sofort los! Willkommen, ich werde dich durch das Training begleiten. Ein kurzes Tutorial erklärt die Grundlagen. Es geht im Wesentlichen darum, Basen zu erobern, diese auszubauen und zu nutzen, um mehr Ressourcen und neue Einheiten zu produzieren. Basen haben eine eigene Verteidigung. Einheiten zu Lande, zu Wasser, auf Schienen und in der Luft können genutzt werden, um gegnerische Basen anzugreifen. Einige Einheiten sind darauf spezialisiert, gegnerische Panzer auszuschalten. Andere dienen der Luftabwehr und es gibt auch Spezialisten für den Angriff auf die Basisverteidigung. Der Erfolg im Spiel ist davon abhängig, immer den richtigen Einheitenmix einzusetzen. Basis erobert. Bau deine Basis aus. Es kommt also mehr aufs Köpfchen an als auf schiere Stärke. Den Anweisungen der Aufgaben folgend produziert man einige Panzer für einen Angriff. Damit hat man dann rasch eine zweite Basis eingenommen. Nach dem Tutorial besitzt man eine Heimatbasis. In dieser produziere ich FV-101 Scorpion Sturmpanzer. Von diesen kann man täglich 50 stark verbilligt bauen. Das möchte ich natürlich nutzen. Die ersten ausgesandten Panzer werden dann sofort abgefangen. Da stehen viele gegnerische Einheiten mitten in der Landschaft. Da muss ich definitiv vorsichtiger agieren. Also bleibt das Eroberungsfahrzeug erst einmal an der eigenen Basis stehen und wartet, bis eine stärkere Gruppe beisammen ist. Ich baue einen BTR-70 Spähpanzer, um Gegner bereits auf große Distanz zu sehen und ihnen ausweichen zu können. Dazu einen Panhard EBR Radpanzer als Begleitschutz und 6 Skorpionpanzer. Mit der Gruppe schlängle ich mich im Slalom zwischen den gegnerischen Panzergruppen hindurch, befreundete Basen immer als willkommenen Schutz nutzend. Die Einheiten bewegen sich zügig, sogar der APC. Das lässt keine Langeweile aufkommen. Die Kraftstoffversorgung ist für alle größeren Gruppen auf längerer Distanz ein Problem. Deshalb sollte man in den Basen die Produktionsstätten ausbauen, um schneller Nachschub zu bekommen. Ungeduldige Spieler können etwas Gold kaufen und dem so nachhelfen. Der Sofortausbau aller Produktionsstätten in der Heimatbasis macht einen großen Unterschied und bringt uns richtig voran. Eine böse Überraschung erlebe ich dann am Ziel. Aus Desert Order gewohnt, dass wenige Lancias die Basisverteidigung zerstören können, muss ich feststellen, dass Basen in Base Attack Force wesentlich mehr aushalten. Da muss ich Nachschub ranbringen. Dazu baue ich eine Gruppe von 16 Scorpion-Panzern und einige 2S1 Haubitzen-Nelke. Diese sende ich dann zu der an der gegnerischen Basis wartenden Gruppe aus Spähpanzer, Begleitschutz und APC. Für den Angriff auf die gegnerische Basis sende ich die Skorpionpanzer vor. Diese machen einerseits gut Schaden an der gegnerischen Basisverteidigung, andererseits sind sie das Kanonenfutter, das es ermöglicht, dass die 2S1 Haubitzen aus größerer Distanz feuern können. Diese selbst sehr schlecht gepanzerten, aber angriffsstarken Haubitzen sollten nicht in die Reichweite einer Basis kommen. In dieser Teamaufstellung ist der Basisangriff dann erfolgreich. Mit dem APC nehme ich diese Basis ein, Basis erobert, verstärke die Basisverteidigung etwas und gönne der Basis einen Sichtturm, um die Umgebung besser im Auge zu halten. Zahlreiche Basisausbauten wie Gruppenerweiterung, Energieversorgung oder Militärverwaltung sollten besser in der Heimatbasis erfolgen. Weitere eroberte Basen bekommen nur das, was vor Ort wirklich benötigt wird oder nicht mehr in die Heimatbasis passt. Damit ist die Grundlage für ein weiteres offensives Spiel mit viel Spaß und Spannung gelegt.